Also dich braucht man nicht vorzustellen, weil sie... Oh, ja, sag mal. Das ist aber mal nett, dich zu sehen. Dankeschön, danke vielmals. Wie geht's mal zu Hause? Oh, danke, ganz gut. Und, wie geht's eurem Sohn? Auch gut, alles in Ordnung. Du, wir gehen nachher mal einen heben, wenn ich mit dem Kram hier fertig bin. Ja, da weiß ich ein nettes Lokal hier in der Nähe. Da gehen wir dann... Sag mal, bist du dünner geworden? Nee, nicht ein Gramm. Was macht denn deine Alice? Meine Alice? Sprichst du von meiner Frau? Nee, die heißt doch Lonny. Oh, Peter, ich rede doch mit dem Hans Böttcher, mein Schwager. Wir fahren nächste Woche nach Sylt. Soll ich bei dir einen Besuch machen? Ich hab nicht... Was? Ich hab nicht verstanden, du. Schau mal. Ich hab nicht verstanden, was er sagt. Was sagt er? Wir fahren nächste Woche nach Sylt. Soll ich bei dir einen Besuch machen? Was heißt denn bei dir? Vorläufig sind wir noch lange nicht per Du. Mit Ihnen rede ich überhaupt gar nicht. Mit mir reden Sie nicht, ich will Ihnen mal was sagen. Dann mischen Sie sich bitte auch nicht in unser Gespräch hinein. Das muss mal gesagt werden. Ja, dann machen Sie doch Ihren Dreck alleine. Guten Abend. Hör mal, nimm doch mal bitte den Kasten, das ist ja unangenehm. Ja, nimm doch das mal. Das also, ist aber unangenehm jetzt. Ja, sag mal, du, der Hans, der hat einen Dickkopf. Ich finde, du warst auch nicht besonders nett zu meinem Verwandten. Aber ich muss nur eins sagen, ich musste doch schließlich sagen, was ich sagen muss in diesem Fall, aber jetzt kommt das Folgende gar nicht zu. Es kommt wieso, gar nicht das verstehe ich nicht, was du ich meinst. Ich bin ein bisschen hier durcheinander, entschuldige. Aber ja, ich meine, ich sag dir nur eins, der Mann, der jetzt gegangen ist, der ist verantwortlich für das ganze Theaterstück, was jetzt kommen sollte. Für die Geräusche. Das wird einiges nicht klappen, das ist doch nur schon klar. Ja, denn ich meine, dann wollten wir das zusammen spielen, ja, dann ist das alles... Ja, dann ist er hergekommen. Ja, dann zieh dich mal trotzdem um, wir versuchen, ich erklär's dir mal. Gut, ich zieh mich um, aber Peter, ich finde, das ach, ist eigentlich... Ach, jetzt heul nicht schon wieder. Oh, es ist Gott. Schrecklich. Wir konnten nicht ahnen, dass das so schief geht. Und jetzt wollen wir wollen versuchen, was noch zu retten ist von dem Theaterstück. Es heißt Die letzte Frist. Es ist aus dem Englischen übertragen. Dort hieß es noch Die letzte ist. Und also alles, was jetzt schief geht, Sie können ja mal raten, ob es Absicht war oder nicht. Ich darf Sie jetzt einladen. Sind wir bereit? So, dann bitte Vorhang auf. Ja, Gottlieb gleich anrufen. Gleich anrufen! Oh, hat es da nicht eben geläutet? Ja? Hallo, Gottlieb. Wie schön, deine Stimme zu hören. Erzähle. Oh. Gottlieb, brauchst du nicht. Zigaretten habe ich da, die stehen hier auf der Kommode. Kommode? Ja? Ja, Gottlieb. Gottlieb, kannst du bitte etwas lauter sprechen? Ja. Gottlieb, Zigaretten sind da. Ja. Du, Gottlieb, bis gleich. Ja. Ich bin schon sehr neugierig. Tschüss. Bin ich.
Sei gegrüßt, Liebste. Die schönen Blumen, das war aber nicht notwendig. Das war nicht notwendig? Na eben, dann nicht. Auf mein Bauch. Christa. Ich... Roswitha. Was? Roswitha. Roswitha, ich muss dir Schreckliches gestehen. Höre. Oh, ja, Gottlieb, setz dich erst einmal. Wir setzen uns erst. Gut denn, wenn wir... Ich sitze. Der Mokka ist schon fertig. Wie gut von dem Mokka. Ich werde läuten. Oh. Darf ich rauchen? Aber bitte, Liebster. Ja. Tschüss, Hans, ne? Ja. Hier, nimm. Das Feuer ist da drüben. Aha. Darf ich? So. Nun ist sie hin. Ich habe Durst. Oh Gott. Oh. Gottlieb. Schrecklichen Durst. Willst du mit mir Champagner trinken? Champagner muss es sein. Da ist er. Ach, na, wo er hingehört. Ha, der rote Burgunder. So liebe ich ihn ganz besonders. Auf das, was wir lieben. Prost. Ah. Und da wir keinen Spitz bekommen, habe ich uns etwas gebacken. Gebacken? Sehe ich recht. Dies hier. Ja. Nein, wie schön. Darf ich? Gerne. Ein kleines Stück nur. Gesehen. Nein. Otto Globitzer aus Wattbach bei Plüngenswerder. In Flagranti. In Holstein. Als wir in Humus waren. Husum. In Husum werden. Da bleibt mir kein anderer Ausweg. Ich muss mich aus dem Fenster stürzen. Oh, nein. Verdammt, Parterre. Ha. Aber dies hat noch nie versagt. So lebt denn wohl. Was ist es? Ich wusste, es war noch eine Kugel drin. Heute, Geliebte, lass mich sagen. Bitte, sag. Ich muss es dir gestehen, heute kam dieser Brief mit der Post. Ich habe ihn mit. Ah, die meisten Briefe kommen mit der Post. Die meisten schon, aber ich hatte ihn hier in der Tasche. Ich hatte ihn. Ich hatte den Brief. Kurzschluss! 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 Wo sind die Sicherungen? Da. Gut, ich suche. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht mehr. Oh, eine neue Krawatte? Hübsch sein lassen. Möchte nur doch die Dunkelheit nicht aus. Wer sind Sie? Gottlieb, komm! Lass uns nach einem Ausweg suchen. Wusstest du, dass ich ein Thüringer bin? Nein! Weißt du noch, wie wir Herz zu Herzen fanden? Ja. Das war bei dieser Melodie. Das ist zu früh! Bei dieser Melodie soll unsere Liebe enden. Da mein Revolver nicht wollte, was ich wollte,
habe ich eine Lösung gefunden. Saubläure. Blausäure. Oh, die tut's auch.